Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Mafia 2. Wir haben das letzte Mal die ganzen Benzinmarken noch an die Tankstellen gebracht und dort verkauft. Und jetzt hat Joe uns einen Zettel hinterlassen, dass wir einen tollen Job haben. Waffen sind hier nicht erlaubt. Mann, ich will doch gucken, ob ich jetzt meine Waffe überhaupt mit habe. Aber wird schon irgendwie. Ich werde die schon mithaben. Warum liegen die denn auf der Erde? Wurden die gerade von dem Hund zerfleischt? Der versucht gerade, sich aufzuraffen. Kann ich da irgendwo hin? Irgendwie hin? Den helfen? Wahrscheinlich nicht. Das ist ja traurig. Wurden die jetzt von dem Hund gebissen? Oder wie darf man das verstehen? Nee, da kommt man nicht hin. Naja, egal. Ist gerade schon wieder einer auf die Schnauze gefallen? Da hinten. Schön. Immer sehr lustig. Könnten uns bald mal einen neuen Wagen leisten, aber erstmal reicht der hier völlig aus, unser schickes Teil. Wir fahren natürlich heute wieder vorsichtig. Denn wir haben ja in der letzten in der letzten Folge ihn gerade repariert, aber er sieht noch gut aus. Noch ist alles gut. Fahr halt mal! Dein Kunde will doch auch ankommen. Oh, das gibt einen Kratzer. Nö, immer noch nicht. Der Wagen hält doch einiges aus. Ich habe immer Angst während der Fahrt, wenn ich da so rumgucke. Okay. Nee, das fand der Wagen nicht so gut. Ach, oh, wir sind ja schon da. Oh, hier ist ausnahmsweise mal mehr los. Stammparkplatz würde ich vorschlagen. Jetzt da vorne ist so eingedellt. Naja, ist jetzt halt so. So! Kann ich die Mülltonne umhauen? Mülltonne umhauen? Nö, ne, umschmeißen. Hehe, voll der Raum. Verzeihung. Was ist das denn für ein cooles? Das war aber ein hübsches Auto, was gerade vorbeigefahren ist. Zumindest war es hübsch geschmückt. Mit Kränzen. Was gehen mich seine beschissenen Probleme an? Wen haben wir denn da? Was ist mit dir los? Den ganzen Tag im Bett gelegen, hä, Alter? Hey, nach dem letzten Job habe ich wohl eine kleine Auszeit verdient, oder? Was darf ich Ihnen bringen, Sir? Kaffee. Erst einmal. Aber wenn Alberto davon Wind bekommt, dann gibt's Ärger. Dann ist die Kacke am Dampfen. Das kannst du mir glauben. Hab gehört, ist wohl nicht allzu gut gelaufen gestern Nacht, hä? Hey, das war nicht meine Schuld. Kann vorkommen. So bleiben, Leute. Ist eben eine hochriskante Branche. Wem's nicht passt, der kann sich ja für ein Trinkgeld in den Docks abrackern. Sorry, Henry, wollte ihn nur ein bisschen kitzeln. Also, was ist mit heute Abend? Läuft das noch, was wir gestern besprochen haben? Nur zwei Monate. Werden wir gleich sehen. Das sind zwei verfluchte Monate zu viel. Es reicht. Ich will mein Geld. Himmelarsch. Bin ich von der Wohlfahrt oder was? Tu's. Jetzt. Wer war das? Jemand, den du erstmal nicht kennen musst. Passt auf, da hat sich ein Typ Geld vom Boss geliehen, um einen Juwelierladen aufzumachen, zahlt aber nicht schnell genug zurück. Wir treiben die fällige Rate heute Nacht ein. In Juwelen. Plus, einer kleinen Aufwandsentschädigung. Joe, erklär ihm alles. Der Juwelierladen ist im Einkaufszentrum in der Stadtmitte. Er ist nachts unbewacht. Wir knacken einfach das Schloss und spazieren gemütlich rein. Wenn's so einfach wäre. Es ist so einfach. Wieso muss bei dir immer alles so scheiß kompliziert sein? Du kannst doch kaum eine scheiß Glühbirne reinlegen. Hey, keine Panik. Ich habe alles unter Kontrolle. Ich habe Arbeitsklamotten von der Telefongesellschaft aufgetrieben. Wir geben uns als Monteure aus. Na gut, von mir aus. Ja, den Arsch nehmen wir aus wie nichts. Wir warten nur, bis es dunkel geworden ist. Alles klar, 6 Stunden später. Wir haben ja wohl echt lange geschlafen. So, dann holen wir mal unsere Karre. Haben wir jetzt 6 Stunden in diesem im Freddy's gesessen. Naja, ist ja auch schick dort. So, auf rein mit dir, Joe. Wir haben sogar einen Kofferraum. Hey, wie ist es am Hafen gelaufen? Meinst du mit Derek? Ja, der ist eine Nummer, was? Hat er dir einen Job gegeben? Ich musste ein paar Jungs in die Mangel nehmen. War aber nur Kleinschiss. Er quetscht das Letzte aus den Dockarbeitern raus, wie damals bei meinem Alten. Naja, er hat dich nicht gezwungen, für ihn zu arbeiten, oder? Aber meine Ma. Hör auf zu jammern und halt dir Derek warm. Der hat noch bessere Jobs, als Werftratten in die Mangel zu nehmen.
Alter, das war aber knapp hier. Was heißt knapp? Der hat mich ja wirklich noch gestreift. Aber war anscheinend nicht ganz so schlimm. Bist du farbenblind? Die war rot. Ach, Joe, pst. Nerv mich nicht. Nimm den Fuß vom Gas, du Arsch. Beherrsch dich, ich bin in Eile. Boah, der geht mir schon wieder so auf den Sack, dass ich hier wieder den Tempobegrenzer anmache. Der ist uns in einer Tour am Meckern, wenn man hier nicht mal langsam fährt. Kann man hier parken? Kann man hier? Ich glaube, ich habe die letzten Male immer einfach mich hier an die Seite gestellt. Ach komm, wir stellen uns hier einfach drauf. Ups. Langsamer? Ich bin gerade vielleicht Schritttempo gefahren. Blöde Kuh. Bitte nicht umfahren, das wäre lieb. Joe? Super. Joe ist auch da. Dann kann es ja losgehen. Verdammt! Wie laut er halt immer schreit, wenn es mal nicht funktioniert. What the fuck? Scheiße, was ist hier los? Los, Jungs, die Cops tanzen jeden Moment hier an. Tempo! Der verschissene Brian O'Neill? Scheiße, was denn jetzt? Was hat denn so ein Arschloch wie du hier verloren? Barbaro, was hast du hier verloren, du elender Wichser? Du kommst leider zu spät. Hier gibt's nichts mehr für dich zu holen. Das ist unser Bruch. Wenn ihr hier lebend rauskommen wollt, dann rückt mal lieber alles raus, was ihr habt. Auf dem Schild draußen stand aber nicht Brian O'Neills Laden. Sonst wären wir doch nicht eingebrochen. Wir hätten die Bude gleich abgefackelt. Zeit, Maul. Ich wiederhole, 10:31, Einbruch. Wir Wagen 54, sind dran. Und ich schlag vor, ihr verschwindet, bevor die Cops anrücken. Ah, Scheiße! Leg los, komm nichts wie raus hier. Oh. Natürlich schön in Orange gekleidet. Wie im Gefängnis hier. Tja. Wir müssen schleunigst hier raus. Was zum Teufel wartet ihr? Sagt alles ein, Jungs! Und wenn die das Bullen lief ja mal ziemlich scheiße. Scheiß auf die Bullen. Los doch! Nichts wie raus hier! Ich versuch's ja! Verdammt, die Bullen! Los, Joe! Ach, du musst die Tür aufmachen. Kann ich das nicht? Immerhin haben wir noch einen Revolver. So. Gib mir Deckung, während ich die Tür aufmache. Halt die Arschlöcher vom Hals! Ich hab's gleich! Halt sie noch ein bisschen in Schach! Schon, du Scheißteil, geh auf! Okay, geschafft! Komm, Vito, verschwinden Deckung wir! Wäre mal eine Idee gewesen. Nee, egal. Hoch, keine Bewegung! Da. Polizei! Ihr sitzt fest! Wir sitzen überhaupt nicht fest. Hier gibt's bestimmt so viel zu erkunden noch, wenn man sich die Zeit nehmen würde, aber das ist natürlich total dumm. Ich meine, guck mal auf die Minimap, was hier Scheiße abgeht! Okay, die ganzen roten Punkte sind jetzt genau auf uns. Scheiße, wieder eine Sackgasse. Oh, wenn du das Leben vor den Richter schaffst. Autsch. Okay, nein, nach unten gehen ist gar keine gute Idee. Mach mal auf. Wir müssen da lang, das ist unsere einzige Chance. Okay. Renn, Vito. Komm schon, Vito, beweg deinen Arsch. Fuck, wir waren gerade fast tot. Nicht, da ist alles vereist, ein Ausrutsch und wir sind tot. Wir haben keine Wahl. Oder willst du in den Knast? Fuck. Ich musste auch nachladen. Hast du schon nicht. Hm.
Na, das war aber jetzt im Kopf, oder? Komm schon! Oh je, oh je. Schwing deinen Arsch hierher. Brauchst du eine schriftliche Einladung oder was? Da drüben! Feuer! Scheiße! Hey, sei vorsichtig! Das war arschknapp. Ja, hab mir fast in die Hosen geschissen. Wo sind sie? Sie müssen da lang sein. Oh, vergiss es. Nicht für diesen Hungerlohn. Hier lang. Da müssten wir zur Straße kommen. Auf geht's. Ich folge dir. Oh, hier ist es ganz schön kalt. Hier sind überall Eiszapfen. Verdammt, die Bullen! Keine Bewegung! Polizei! Ihr sitzt fest! Mein Freund. Du nicht. Oh. Danke, dass du deinen Kopf aus der Deckung rausgucken lässt. Sehr liebenswürdig, danke. Rüber da. Was haben wir denn hier eigentlich noch? Wir haben doch hier noch... Ah, das ist ein Shotgun. Das ist ja total blöd. Ich hab's gleich. Halt sie noch ein bisschen in Schach. So. Okay. Ja, drüben hatte, glaube ich, eine Tommy Gun. So, zumindest so. Was ist das hier? Nix. So, weiter geht's. Hey, du Schwachkopf. Das glaubt uns ja nie im Leben. Diese dämlichen Drecksäcke. Los, gehen wir. So, ich könnte mal die Waffe wegpacken. Verpiss dich, Bulle! Unschuldig! Immer eine dicke Lippe riskieren, der Junge. Wer war denn das? Brian O'Neill, der bescheuerte Ehrenwichser. Nicht besonders clever. Macht meistens nur die Drecksarbeit. Ja, wie der geniale Strippenzieher wirkt er nicht. Scheiße, die Cops! Raus aus dem Licht! Wir müssen verschwinden, los! Kein Problem! Her mit der Tasche, ich liefere das Zeug ab. Okay, wir sehen uns dann zu Hause. Und lass dich unterwegs nicht schnappen. Ich finde ja diese Aufzüge, also das, was die anhaben, so auffällig. Es sieht aus, wie als wären die aus dem Gefängnis ausgebrochen oder so. So, ich bin also wanted. Na super. Wo steht denn nochmal mein Auto? Ich weiß es gerade nicht, wo mein Auto steht. Keine Ahnung. Habe ich den nicht hier abgestellt? Oh shit. Oh shit. Oh shit. Wie sie halt einfach auf mich schießen. Ja, ich muss mich umziehen. Könntest du jetzt dann einfach... Von wo schießen die denn bitte? Ich glaube, wir haben das gerade nicht so gut gemacht. Renn. Nein. Nein. Nein, das war nicht so schlau. Nee, nee. Das war nicht gut. So, nochmal. Du wirst von der Polizei gesucht. Zieh dich um. Unfassbar. Jetzt müssen wir hier zu so einem Klamottenladen. Ganz toll. Aber hier hinten ist, glaube ich, Sackgasse. Ja, hier ist Sackgasse. Moment. Ah ja, so könnte das gehen. Okay. Das sieht hier ja jetzt keiner. Oder? Na, das war ja leicht. Oh shit. Wie viele Bullen da gerade kommen. Ich warte hier mal ganz kurz, was gleich das Polizeiauto da macht. Ich glaube, wenn wir da einfach nur vorbeifahren gleich, macht das nämlich nicht so viel. Also ist das nicht so schlimm. Das ist ein krasses Auto.
Okay. Ich glaube, der erkennt uns in dem Auto auch gar nicht. Ups. Nö, das interessiert keinen im Auto. Schön. Na, so war das ja viel leichter. So, wir wollen hier uns jetzt aber noch ein bisschen neu einkleiden. Und vielleicht klauen wir uns dann einfach hier die Karre. Die ist nämlich um einiges hübscher. Ich weiß jetzt nicht, wo unser... Ach, Joe ist ja wahrscheinlich damit weg. Na super. Wir wollen einkaufen. Hallo, was kann ich für Sie tun? Hemd. Na, sowas besitzen wir ja schon. Freizeitanzug mit Regenmantel. Freizeitanzug. Nee. Wir wollen keinen Freizeitanzug. Naja, gut. Dann nehmen wir den dunklen wenigstens. Wäre das dann alles? Es gibt so eine coole... Das sieht auch ganz gut aus. Ja, das sieht ganz schick aus. Doch, doch, das finde ich gut. Aber es gibt noch einen Laden, wo man auch... Office. Kann ich hier? Nö, kann ich nicht rein. Wie viel Geld hast denn du hier so? Wahrscheinlich gar keins. Kann ich dich überfallen? Kann ich hier die Kasse... Bist du ein Perversling oder sowas? Nö, bin ich nicht. Bis zum nächsten. Huch, Polizist rennt hier um die Ecke. Was ist denn da? Na toll, jetzt kommt der auch noch hierher. Fett bekloppt. Na, immerhin steht ja meiner noch hier. Meiner? Höhö. Ich wollte doch eigentlich den Schicken da mitnehmen. Aber so geht das natürlich nicht, wenn da jemand steht und das sieht. Naja, fahren wir jetzt mal diesen Klotz hier. Das ist wahrscheinlich super langsam. Da brauche ich gar keine Geschwindigkeitsbegrenzung einstellen. Der kann eh nicht schneller. Oh ja, der zieht aber ganz schön langsam. Mal gucken, wie das am Berg ist. Am Berg ist wahrscheinlich noch witziger. Ah, oh Gott, was hat der für einen großen Wendekreis? Unfassbar. Wir haben Rot, egal. Was haben wir denn hier? Ach komm, der ist doch schick. Hier ist gerade weit und breit keine Polizei. Du darfst ruhig weiterfahren. Man sieht schon, dass der schick ist, daran, wie gut er gesichert ist. Jetzt beobachtet mal den Schnee, den wir auf dem Dach haben, während wir hier dann langfahren. Oh ja, der fährt sich schon viel schöner. Guckt euch den Schnee auf dem Dach an, was gleich während der Fahrt mit ihm passiert. Und weg ist er. So, ich glaube, wir fahren jetzt einfach nur noch nach Hause oder fahren wir wieder ins Freddy's? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen richtig schicken Anzug. Das sieht schon richtig Mafiosi-mäßig aus, muss man sagen, mit dem Hut. Das ist schon ziemlich cool. Oh, ja, dann biegen wir mal ab. Sorry. So war es nicht gedacht. Aber das ist auch ganz hübsch, ja. Okay, wir fahren offensichtlich nach Hause. Der hat eine süße Hupe. Oh, die ist auch lustig. Was haben wir denn jetzt alles in der Garage? Den und den. Oh, der ist schon wieder leicht beschädigt. Repariert und wieder schön. Was kann der hier? Also der ist schon ein bisschen schneller. Der hat mehr Leistung. Ist natürlich auch schwerer. Und... Naja. Ach, was will ich denn? Wagen nehmen? Bin ich blöd? Ich will doch nicht den Wagen nehmen. Hab ich gerade aus Versehen angeklickt. Ich will doch hier hoch. Ja, den Anzug, der gefällt mir. Mit der Krawatte ist schick. Doch, Vito, du bist schon ein hübscher Kerl. Du findest noch eine richtig hübsche. Da bin ich mir sicher. Aber erstmal will Joe uns ja zeigen, wie man lebt. So.
Joe ist, glaube ich, noch nicht hier. Wir müssen erstmal hier ordentlich was essen, um unsere Gesundheit wieder aufzufüllen. Erstmal ein Schinken-Käse-Sandwich. Der Kühlschrank heißt Alligator. Lustig. Und natürlich, wie immer, ein kühles Bierchen. So. Und dann gehen wir schlafen. Ui, Kapitel 5. Die Todessense. Wir haben jetzt, glaube ich, in einer Folge ein Kapitel gemacht. Cool. Na, mein Hübscher? Oh, hallo. Joe ist gerade nicht da. Er erwartet dich nachher zum Essen bei Freddy. Okay. Schade, dass du schon hinüber warst, als ich kam. Wäre nett gewesen. Hm, vielleicht nächstes Mal. Ciao. Mhm. Oh, mein lieber Schwan. So, und wir müssen dann schon wieder zu Freddy's. Ihr seht schon, das ist so der Dreh- und Angelpunkt hier. Oh, Geld und Bier. Was wollen wir mehr? Ja, aber wir werden erst in der nächsten Folge dann dorthin gehen. Für heute verabschiede ich mich erstmal von euch und sage ciao, Leute.